Leute, wenn ihr was zum Lachen haben wollt, dann müsst ihr euch das ganze Video anschauen. Das ist ein altes Video, was auf meiner kaputten Festplatte drauf war, vom Football Manager 2019, zusammen mit Jan und Micha. Gerne könnt ihr bei den anderen vorbeischauen. Das war das Spiel, wo ich mit Gladbach gegen Micha, gegen Bremen gespielt habe. Jetzt ist Micha mittlerweile schon bei Gladbach und ich bin bei Mainz. Die aktuelle Folge, die gestern hätte kommen sollen, die bei den anderen beiden schon gekommen ist, kommt um 16:30 Uhr heute noch. Aber dieses Video wollte ich euch unbedingt zeigen, denn dieses Spiel war so geil. Es war mega spannend, mega lustig, richtig viele Tore. Es ist nur ein einziges Spiel. Ich wollte es nicht schneiden, das habe ich sogar im Spiel gesagt, relativ am Ende auch. Also selbst wenn es regulär gekommen wäre, hätte ich es nicht geschnitten. So würde ich es jetzt sowieso nicht schneiden. Wir sind ungefähr bei 20 Minuten. Schaut es euch bitte bis zum Ende an. Micha konnte es damals auch nicht hochladen, da seine Tonspur kaputt war. Grüße gehen nochmal raus, wenn du das hier auch siehst. Aber es ist echt so geil. Ich musste es euch einfach hier nochmal zeigen. Und ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß. Die anderen, also Jan und Micha, dürfen sich dieses Video gerne auch anschauen, da hier keine krassen Taktiken gezeigt werden, die ich mittlerweile immer noch benutze. Gerne reinschauen. Mega geil. Ich würde sagen, let's go. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Taktik hier mit dieser Aufstellung und ich probiere da jetzt noch Stindel reinzupacken, wenn der jetzt dann wieder fit wird. Wird kritisch, ne? Wir spielen jetzt direkt gegen Micha, das ist keine einfache Aufgabe. Das einzige Bedenken, was ich habe, also ich muss wirklich was machen, ich muss das Ruder rumreißen, sonst werde ich tatsächlich gefeuert. Und das einzige Bedenken, was ich halt habe, ist, dass die Mannschaft richtig unmotiviert ist, weil wir bisher so schlecht waren. Ich habe einfach Angst, dass diese fehlende Motivation dazu führt, dass wir weiterhin verkacken. Guck mal, Leute, ich habe hier auch eine Kaderatmosphäre von 14%. Geil. So, Okay, es geht dann los. legen wir los. Ja, zwischen Dann den für war Highlights ist schon. Wir schneller. mussten noch ein bisschen was umstellen und jetzt So, bei aber mir auf sieht es jeden jetzt auch ein Fall. bisschen anders aus, die ganzen Sachen. Ich habe das ein bisschen umgestellt. Wir gucken, scrollen nach unten auf der Tabelle, ja, um uns zu finden. Stimmt, muss ich aber leider auch machen, Mann. Hier Werder Bremen und Jetzt kommen wir Gladbach. erstmal im Strafraum. Kainz mit der Flanke. 1-0 Oh! Max Kruse. Hier geht's schon direkt los. Was ist das denn? Was? Max Kruse, 10. Minute, 1-0. Wir Hey haben Mike, vorher. mach mal was. Ja, ich kann jetzt nicht viel machen. Wir Ich haben habe alles vorher noch geguckt und da eingestellt. hieß es in allen Statistiken, die Torhüter von Gladbach sind nicht die besten. Was Kopfbälle angeht und so. Allgemein sind die scheiße. Ja, stand ja irgendwie da. Die sind einfach kacke, die Deutschen. Aber Also wir ich hoffen bin bis jetzt natürlich, bei ne? meinem Spiel im Chancenplus. Düsseldorf noch keine einzige Chance und ach, geklärt, das gibt es doch nicht. Aber Aber weg meine da mit der Zurufe sind Parade. natürlich wieder 1A. Aber mir ist irgendwie Oh, nein, Rensing hält immer den ein paar Ball. Lecks am Start irgendwie. Ganz komisch. Okay, wir probieren es natürlich weiter. Gart kommt Gladbach, aber Ui. ja, wenn man so schießt, Junge, dann kann man schon ein bisschen hinterher rennen hinter dem Ball. Das war crazy. Warum sind meine denn immer überfordert? Oh, wieder Einwurf. Komm, wieder ein langer Ball rein. Hoher Ball und 2-0. Wir führen durch Max Kruse 2-0. Alter, warum ist mein Torwart so kacke? Mann, macht ein Tor! Kein Ich muss hier gewinnen! Kopfballduell. Sonst. Nein! Nein! Oh, Glück gehabt. Was für ein Volley von Max Kruse. Das war schon krass. Direkter Rückschlag hier für Gladbach. Ja! Tor! Tor! Es ist ein Tor gefallen! Ich führe! Was ist das jetzt? Ist denn Weihnachten und Geburtstag gleichzeitig? Aber natürlich war es kein Stürmer wieder. Ist Oh, was ein logisch. Fehlpass und jetzt kommt schon wieder Ein Bremen. defensiver Mittelfeldspieler bringt mich hier in Führung. Wir sind im Strafraum. Eieieiei. Also, Eckball. ich war gar nicht so. Also, die Gladbacher kommen. 2-0! Verrückt. 2 zu 0! Und Oh. natürlich wieder kein Stürmer. Das 3 zu 0. Gladbach kommt ab und zu, aber
Oh nein. Spielen sie es nicht gut. Sieht gar nicht jetzt gut noch mal. Aus. Oh, jetzt ist der einen verletzten Spieler. Komm, Raphael, so spiel's mal gut. Spiel's doch mal gut aus. Oh. Doch nicht. Mich freut's. Wie die das immer ausspielen. Spiel ihn. Jetzt in die Mitte. Das ist das 3:0. Fabian Was Kainz. Ist hier los? What the fuck einfach. Jeder Schuss von Bremen, ein Tor. Tolle Ansprache zur Halbzeit. 2:0, ein verletzter Spieler. Ich bin trotzdem sehr zufrieden. Jeder Schuss von Bremen, ein Tor. Und Gladbach kann es nicht gut ausspielen. Mike, das tut mir sehr, sehr leid, was da gerade bei dir passiert. Nochmal über außen. Es gibt Eckball. Was aus diesem Eckball machen. 30. Minute. Erstmal nicht, aber wir haben den Ball ja noch weiter. Junge, 30. Wir haben den Ball. Jetzt bloß keinen Fehler da machen. Schöner langer Ball, aber kein Problem. Oh, Sommerheld. Ah, ja. Wie viele Minute seid ihr? 35. 35. Und steht 3:0. Kann ich ja gleich noch bei euch zugucken. Bei uns steht es gerade 1:0 für Hertha. Oh, der neue eingewechselte Spieler. Der Torwart ist da. Guck mal, die schießen den Ball immer nach vorne jetzt raus. Jetzt Gladbach hat die Chance für den Counter. Aber sie spielen es nicht gut aus. Bisher noch nicht. Ey, Junge, scheiß die Leute, wieder zusammen in der Halbzeit. Hoffenheim führt gegen Augsburg 5:1. Junge, was ist hier? Nein, und Kruse! Jetzt, Max Kruse! No. Max, nein, was machst du da? Er lupft ihn in die Arme von Sommer. Aber es geht gleich weiter. Und wieder für Bremen, natürlich. Wir sind weiterhin am Ball, das ist sehr gut. Wir haben immer noch nicht die Halbzeiten, wir führen einfach 3:0. Komm, das ist ein Comeback, Mike. Mach ein Comeback in der zweiten Halbzeit. Ja. Komm nochmal über die Außenbahn. Jetzt riecht das, Ball. Es wird ein 4:3 für dich. Ja, ganz und? Klar. 5 Meter, oder? Oh, was gibt's jetzt? Ey, halt uns dein Mull, Alter. Da war doch nichts. Was gibt's jetzt? Nichts. Gelbe Karte, rote Karte. Was gibt der überhaupt? Da war nichts. Oh, Freistoß. Da drin sind wir immer gut gewesen. Oh, erstmal was ist das denn? Der Torwart war einfach in geschossen? Der anderen Ecke. Was ist denn los? Alter. Oh Mann, ey, das ist so ein Kackhaufen von Mannschaft. Oh. Wir sind wieder im Strafraum, der Ball ist drin und... Der ist gar nicht drin, nix gibt's. Sommer. Mann, mach doch mal was. Ich hab noch keine gelbe Karte kassiert, Leute. Gegen mich spielt er fair. Sonst ist das unfairste Team hier der Liga, aber jetzt dieses Spiel noch nicht. Unglaublich. Halbzeit 3:0. Wow. 13:3 Schüssen. Was ist denn mit Gladbach los? Ich habe 14:3 Schüsse. Aber ich bin auch schon in der 82. Minute leider. Und ich führe auch nur 2:0. Also ich habe nicht so viele Tore gemacht wie Micha. Gleich ist mein Spiel vorbei. Gibt es nochmal eine Chance? Das war unbeschreiblich. Eure Leistung war einfach so schlecht, habe ich gerade gesagt. Sehr gut. Okay, zweite Halbzeit von mir aus. Ja, von mir aus auch. Vielleicht kann Jan ja nochmal reingucken. Komm, Gladbach. Wenigstens noch die Ehre ein bisschen retten. Und nicht 4-5-0. Ja, 4-0 kann ja noch passieren. Oh Gott. Weiß man nie. Player, komm. Macht noch irgendwas. Warum spielen die den so schlecht aus, den Angriff? Jetzt nochmal der lange Ball, kommt auf die andere Seite. Oh, das wird weggedrückt. Was ist das für ein Kamerateam? Pfui. Pfui. Nein. Ja, 4:0. Mein Spiel ist vorbei. Ich gewinne 2:0 in Düsseldorf. Wahnsinn. 4:0. Freistoß. Wie ich hier abkack. Komm. Bei Gladbach hieß es, die können sehr gut einwerfen. Das war ein Einwurf. Wow. Aber weiter spielen können sie nicht.
Es ist wirklich so, also die Angriffe, sie kommen ab und zu, aber was dann daraus gemacht wird, ist schwach. Wie viel Bremen hier gekommen ist im Vergleich zu Gladbach. Wahnsinn. Und dann auch noch oft getroffen. Verrückt einfach. So. Schießt der auch irgendwann jetzt mal die Ecke? Nö, kein Bock. Weil Jan ist wahrscheinlich, weil ich gerade beigetreten bin. Ich das, ne? Achso, Ecke ist, war kein Highlight. Mal gucken, ob wir Einwürfe können. Nein, wir können es nicht. Oh, die Bewertung von den Bremen-Spielern ist ziemlich gut. Ja, beim 4-0. Guck mal, da wird sowas aus dem Angriff gemacht. Jedes Mal. Keiner hat dir gesagt, dass du schießen sollst, Spacken. So, nochmal ein Angriff jetzt hier aufziehen. 53. Minute. Erstmal zur Seite geklärt. Eher auf kurz. Du musst noch Tore schießen, sonst ist die Differenz von Micha wird gerade immer besser. Du machst deine Tordifferenz viel zu gut. Weißt du, was ich gerade versuche? Eigentlich will ich hier mit 8-0 verlieren. Ich kann nichts machen. Ich probiere ja alles. Oh, von Zuruf überfordert. Ja, meine ganze Mannschaft ist einfach überfordert. Ah, schon gut so. Oh, Freistoß. Der nächste Freistoß. Oh, der war gar nichts. Ah, müssen wir mal wechseln hier. Ah, ich könnte auch mal wechseln. So einen Kack machen wir hier. Machen wir hier drüber. So. Meine Fresse, ey. Wie gesagt, ich habe ja jetzt nicht Instant-Reaktion erwartet, dass sie jetzt auf einmal abgehen und gewinnen. Du hast deine Taktik jetzt nochmal so komplett verändert, oder? Ja. Ja, ist ja klar, dass sie nicht direkt abgehen. Müssen sich erstmal einspielen. Ich weiß, aber 4-0 ist schon hart. Vor allem, ich stehe nicht mehr kurz davor, gefeuert zu werden. Also, ich stehe kurz davor, meine ich. Nicht mehr weit weg davon. Und das ist gar nicht gut. Das ist ganz gefährlich. Bist du noch in deiner Mannschaftsaufstellung drin? Ja. Okay. Aber dass wir beide keine gelben Karten haben, das ist ja, das sehr ist, erstaunlich. Also das wundert mich, weil ich bin ja echt der Kartenkönig. Ja, hier. Ich bin aber auch nicht viel besser. Also. Okay, jetzt geht's weiter. So, die nächste. Also gegen Flanken Chance muss ich was machen. Guck dir das an, was ist das denn? Das ist heftig. Gegen Flanken muss ich unbedingt was machen. 5-0 durch Eggestein. Was ist mit Gladbach los? Also ich freue mich für mich, aber Mike sitzt ja auch am anderen Ende. Der tut mir echt ein bisschen leid. Hast du pausieren? Ja, die wollten was wissen wegen meiner. Ja. Wegen meiner Dings. Eigentlich kann es weitergehen. Hast du auf Spielen gedrückt? Ja. Oh, geht auch weiter. Jetzt. Das Einzige, was ich kann, ist. Jetzt haben wir dem Oli nochmal die Chance gelassen. Pizarro ist nochmal drin. Mehr als Zurufe kann ich eigentlich nicht. Meine Mannschaft scheinbar auch nicht. Und jetzt nochmal Gladbach in der Vorwärtsbewegung. Sie können es einfach nicht irgendwie. Da war so viel Platz gerade schon wieder. Und wieder ein Einwurf, der gut ankommt. Wenn man gefeuert wird, so rein Interesse halber. Hat man ein fettes Problem. Okay, gut zu wissen. Also ich spreche aus Erfahrung so. Ich wurde doch, ja noch nie gefeuert, ich weiß es nicht. Also ich wurde zum Saisonende gefeuert und wurde dann in der Winterpause wieder eingestellt. Und noch mal, ja, also kannst du erstmal eine halbe Saison selber spielen, ohne mich. Ist geil. Komm, beweis doch einmal, dass ihr es wenigstens könnt. Oi, Pavlenka. Das war so gefühlt der beste Angriff. Und er war richtig schlecht. Ach komm, der Schuss war nur schlecht, der Angriff war gut. Ja, geh nicht zum Ball, ja gut. Er wollte Einwurf, das ist deine Königsdisziplin. Ja. Nochmal Eggestein, nochmal den Ball, komm. Wird es zweistellig? Deine Flanken auch die ganze Zeit, Mann. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Ja.
Weißt du, meine sind auch schon schlecht in Flanken, dann nutzt er es einfach noch aus. Oh! Oh mein Gott! Verrückt! Ach doch mal ein Tor! Echt so! Was ein Wahnsinn hier. Aber er hat wenigstens einen guten Angriff gespielt. Also der war jetzt noch besser als der von gerade eben. Wenn wir das Spiel jetzt hier nicht gewinnen. Ich habe eine gelbe Karte. Was? Na was? Wahrscheinlich mache ich noch 5 Tore oder 6 oder 6. 6, ja. Komm, Marino! Jetzt, oh. So gute Chancen. So ein ausgeglichenes Spiel. Ich habe aber eine gelbe Karte jetzt auch. War schon wieder Eckball für Gladbach. Also oder da sehe ich dich jetzt. Oh, was? Das gibt es doch nicht. Was ist das für eine Chancenverwertung? Aber das sind gute Ansätze, wenigstens. Ich muss. Na, guck, die Taktik wirkt jetzt schon. Die Taktik wirkt, ja. Nur 5-0. Läuft ja sehr gut. Ja, komm, geholf mir da! Oh! Hey, du Arschloch! Nein, er gibt's du nicht. Du Arschloch! Was ist das für ein Betrug? Ja! Ich kalibriere die Linie. Oh, ich sterbe erstmal. Das hätte schon einfach mal, wenn die ersten Treffer reingegangen wären und das Tor gezählt hätte, wäre es einfach mal 5-3. Guck mal, wie wir jetzt Gas geben, Alter. Was ist denn jetzt los? Mach ihn doch jetzt mal den Ehrentreffer. Ja! Endlich! Das hätte halt echt schon irgendwie 5-3 stehen können. Ja, das ist so krass. Dreimal Pfosten und also, zwei Treffer und einer hat nichts gegen Micha, das war echt krass, die Leistung. Aber das 5-0 oder beziehungsweise 5-1 ist ein bisschen hoch. Also, die Tore von Micha gehen alle noch. Unverdient! Nee, und er hätte wirklich halt schon 3 Tore oder so haben können. Also, es wäre wirklich so ein 5-3 wäre verdient eigentlich. Oder also halt einfach ein 2-0. Hat Gladbach aber auch richtig schlecht gespielt. Ja, ich auch. Ja, aber zweite Halbzeit ist gerade richtig krass dafür. Zweite Halbzeit ist Gladbach eindeutig. Oh! Das Spiel wird hier gedreht! Gladbach übernimmt das Spiel gleich unentschieden! Was geht denn hier ab? Wahrscheinlich! Wahrscheinlich, genau. Er wechselt erstmal, hat richtig Angst jetzt. Ich hab richtig Angst. Ey, wir haben sogar 3 Tore gemacht, Junge. Na gut, mach ihm die Differenz kaputt. Komm, mach nochmal ein paar Dinger. Ball mal nochmal, Stindl. Pfeif doch ab. Pfeif ab. 10 Minuten Pfeif ab. Ich hab kein Wort mehr. Gib 20 Minuten Nachspielzeit. Mindestens 25. Ja, denn wir machen Tor mal wieder. Warum habe ich Pizarro da vorne drin, klappt dann nichts mehr. Oh, ich bin ja zuversichtlich für dich. Oh, jetzt! 5-3! Alle! Was ist das für ein geiles Spiel? Alter, mein Bauch tut so weh. Ich lach mich gerade so tot. Nein. Ey, ohne Spaß, scheiß Schiri, Alter, hätte es ein Tor gezählt, hätten wir noch an den Ausgleich glauben können. Und ein bisschen Pfosten weniger und so, es hätte jetzt wirklich, es hätte 5-5 stehen Komm können. Komm nochmal einen guten Zuruf. Was ist das für ein Spiel? Erste Halbzeit waren wir richtig stark, zweite Halbzeit Gladbach wären stark und es steht hier einfach 5-3. Schmeiß doch Stindl vom Platz, Schiri. Ja, nochmal einen guten Zuruf. Jetzt nochmal in der Nachspielzeit 2 Tore, Gladbach. 4, komm, mach doch mal was, bitte. 4 Minuten Nachspielzeit, huhu. Oh, das Spiel darf ich eigentlich nicht rausschneiden. Also, nein, so kann nicht noch eine Ecke. Ja, Cutten, meine ich. Nicht was noch komm. Eine Ecke. Komm. Oh nein, Raphael. Ach, wir haben noch ein bisschen Zeit. Macht was. Wie schlecht. Tor. Oh, das ist doch nicht. Wie Jan auf meiner Seite ist, das feier ich. Aber das ich hab 5-0 geführt. War schon, also das Spiel war schon zum Ende hin nochmal geil. Ich weiß nicht, ob das ein Sieg ist für mich. Klar, es ist ein Sieg. Nach einer 5-0 Führung so zu zittern, ich weiß ja nicht. Also ohne Spaß. Ja, wenn gut, also zweite Halbzeit nicht, also aber die Punkte hast du. Das, wenn ja, der Schiri, ich, ja. Wenn der Schiri das Tor nicht weg aberkannt hätte, dann wäre es hier ein 5-4. Ja, also, das wär so krass.
Anfang. Sieg! Ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen. Ich muss mich auch jetzt, ich habe es mir gerade nochmal im Schnitt angeschaut, echt jedes Mal kaputt lachen. So ein geiles Spiel, aber auch mega spannend und wie gesagt auch witzig. Wenn ihr noch bis zum Schluss dran geblieben seid und das hier gerade seht, dann schreibt einfach mal Hashtag Mega in die Kommentare. Darüber würde ich mich echt freuen und ich würde auch sehen, wer mir am Anfang geglaubt hat und das Video wirklich auch bis zum Ende geschaut hat, wer die aktiven Zuschauer sind und. Wäre auf jeden Fall mega cool und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt. Wir sehen uns dann 16:30 wie versprochen bei der anderen Folge, wenn es dann wieder aktueller ist. Bei Mainz 05. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.